solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich genommen hatte die Schare und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kömmt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesum von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fraget ihr sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum von Nazareth. Jesus antwortet: Ich habe es euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Auf dass das Wort erfüllet würde, welches ihr saget: Ich habe dir keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petru: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch umbracht würde für das Volk. Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Derselbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus
und redet mit der Türhüterin und führet Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petru: Bist du nicht auch dieses Menschen Jünger einmal? Er aber sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmeten sich. Petrus aber stund auch bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragete Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus aber antwortet ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgen geredet. Was fragst du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus sprach: Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Und Annas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und wärmet sie. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seiner Jünger? Des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnet Petrus abermal, und alsobald krähet der Hahn. Da führeten sie Jesum von Kaipha für das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Mensch? Wir bitten, 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 wir bitten
sprach Pilatus zu ihnen, so nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze. Da sprachen die Juden zu ihm, Wir dürfen niemand töten. Auf das erfüllet würde das Wort Jesu, welches ihr saget, da ihr deutet, welches Todes ihr sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Jesus antwortet, redest du das von dir selbst, oder haben dir es andere von mir gesaget? Pilatus antwortet, bin ich ein Jude, dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet, was hast du getan? Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden Trab kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du denn noch ein König? Jesus antwortet, du sagest es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habet aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe. Wollet ihr nun, dass ich euch der Judenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, Nicht diese, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn, und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen, sei gegrüßt, sei Liebe Brüder, sei gesegnet.
ihm Backen streiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, Sehet, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, Wir haben ein Gesetz, und auf dem Gesetz soll er sterben. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu, Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortet, Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat es größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen, Lässest du diesen los, das Wort hörete, führte er Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl an die Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die 6. Stunde und er spricht zu den Juden, Sehet, Das ist euer König. Sie schrien aber,
weg, weg mit dem Kreuzige, 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 spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König. Wir haben keinen König. Wir haben keinen König. Da überantwortet er ihnen, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten ihn hin, und er trug sein Kreuze und ging hinaus zu der Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie und mit ihm zwene andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuze, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreiben nicht der Judenkönig, schreiben nicht der Judenkönig, schreiben nicht der Judenkönig. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teil, einem jeglichen Kriegesknechte ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns die nicht zerfallen. Es, 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 es
das erfüllet würde die Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches täten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, sprach er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essig, sie aber fülleten einen Schwamm mit dem Essige und legten ihn um einen Isoppen und hielten's ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach: